Nach mehr als 2 Jahren Prozess gegen Denis Yücel gibt es ein Urteil. 2 Jahre, 9 Monate und 22 Tage Haft. Der deutsch-türkische Journalist wird in Istanbul wegen Propaganda für eine Terrorvereinigung verurteilt. Sein Anwalt Veysel Ok, der Freispruch für seinen Mandanten forderte, bezeichnete das Verfahren schon im Vorfeld als juristische Katastrophe. Wir akzeptieren diese Entscheidung nicht. Wir finden, dass diese Entscheidung rechtswidrig ist. Denn die Entscheidung des Verfassungsgerichts war Freispruch. Bereits vor einem Jahr hatte das türkische Verfassungsgericht Yücel's 1-jährige Untersuchungshaft für verfassungswidrig erklärt. Wir werden gegen diese Entscheidung Einspruch erheben und es weiter verfolgen. Derzeit befindet sich das Verfahren von Denis auch vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Entscheidung heute ist nochmal ein Beispiel dafür, dass die türkische Justiz sich nicht an das Recht hält. Yücel war heute selbst nicht in Istanbul. Er äußerte sich kurz nach der Urteilsverkündung im Videotelefonat mit dem ARD-Studio in Istanbul. Dieses Urteil zeigt einmal mehr, in welchem Zustand der türkische Rechtsstaat ist, nämlich in einem erbärmlichen Zustand. Weil nach dem Urteil des Verfassungsgerichts in meiner Sache, das ja nicht nur die Haft für rechtswidrig erklärt hat, sondern Punkt für Punkt die Anklagepunkte, meine einzelnen Kommentare, Reportagen, Interviews und so weiter in der Welt durchgegangen ist und gesagt hat, all das ist von der Pressefreiheit gedeckt. Das ist ein Der Prozess gegen Yücel in der Türkei geht weiter. Seit heute laufen 2 neue Verfahren gegen ihn, wegen Beleidigung des türkischen Staates sowie Beleidigung des Präsidenten. Zugeschaltet aus Bonn ist jetzt die Politikwissenschaftlerin Gülistan Gülbey von der FU Berlin. Willkommen. Ja, hallo. Wie bewerten Sie die heutige Entscheidung? Ja, diese Urteilsfindung ist aus meiner Sicht ein sehr schlechter, ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit in der Türkei, aber auch ein klares Signal der Regierung, der türkischen Justiz in Bezug darauf, dass man mit den politischen Gegnern in welcher Form auch rechtswidrig umgehen wird. Gleichzeitig steht diese Entscheidung natürlich auch im Einklang mit der politischen Entwicklung in der Türkei, die seit zehn Jahren im Grunde genommen im Gange ist, die dafür steht, dass wir hier mit einer starken Erosion der demokratischen Grundlagen und der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei zu tun haben und anstelle dessen mit einer starken autoritären und autokratisch geführten Staates und Landes. Die Gewaltenteilung ist eine der Grundlagen von einem Rechtsstaat. Wie unabhängig sehen Sie Gerichte in der Türkei? Ja, das ist richtig. Also die Gewaltenkontrolle, die Gewaltenteilung ist ein Fundament aller demokratisch-liberaler politischen Ordnung. Und das ist in der Türkei sehr stark angegriffen. Wir haben ja in den letzten Jahren ganz deutlich zu spüren bekommen, wie stark nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern auch die türkische Justiz politisiert ist. Dass dieser Zustand nicht im absoluten Einklang steht mit der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Das wird sehr stark festgehalten, auch beispielsweise in den Fortschrittsberichten der Europäischen Kommission in Bezug auf die Türkei, wo hier nochmal ganz klar und deutlich auch gesagt wird, dass wir in der Türkei in den letzten Jahren massivst mit einer willkürlichen und selektiven Rechtsanwendung in der Türkei zu tun haben. Und das ist eben Ausdruck dieser autoritären Entwicklung und der Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Welche Konsequenzen, glauben Sie, wird dieses Urteil haben? Es wird keine weiteren Konsequenzen erzeugen. Nun, das ist der Fall Yücel ist natürlich ein spektakuläres Fall, wenn Sie so wollen, gewesen, ein Politikum für das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Der öffentliche Druck, der sozusagen gebildet hat durch Freunde von Herrn Yücel, hat sozusagen bewirkt, dass er auch freikommen konnte. Insofern haben wir gesehen, auch währenddessen, dass die staatlichen Beziehungen auf der einen Seite untastbar sind, auf der anderen Seite aber auch politische Schicksale oder Schicksale von einzelnen Personen, hier kritisch eingestellten Journalisten, durchaus für die Beziehungen auch instrumentalisiert werden. Und das haben wir am Beispiel von Denis Yücel ganz deutlich gesehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass in den türkischen Gefängnissen weitere Dutzende von kritischen Journalisten inhaftiert sind, rechtswidrig inhaftiert sind, geschweige denn von all denjenigen Personen, die sozusagen politisch aktiv gewesen sind, insbesondere beispielsweise im Kontext der Kurdenpolitik und auch weiter inhaftiert sind. Stichwort internationale Beziehungen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in der Türkei immer wieder Staatsbürger des NATO-Partners Deutschlands ins Visier der Justiz geraten?
Ja, nun, es ist folgendermaßen. Das heißt, die Kontrolle, die staatliche Kontrolle in den sozialen Medien ist ja ganz präsent. Die staatliche Kontrolle der Massenmedien in der Türkei ist ja ganz präsent. Und diese Form der Kontrolle bedeutet auch, dass jede kritische Meinungsäußerung beispielsweise in den sozialen Medien dazu führen kann, dass man an der Grenze festgehalten wird, womöglich auch noch inhaftiert wird und nicht mehr raus kann. Insofern haben wir in der Türkei rechtsstaatlich gesehen ganz viele Grauzonen, in die wir reingeraten können. Und das ist eben symptomatisch Beispiel dafür für einen zunehmend autokratisch werdenden Staates in der Türkei. Und für diese Politik steht ja an der Spitze Erdogan. Wie sehen Sie seine Politik zurzeit? Was sind seine Ziele im Augenblick? Seine Ziele sind ganz deutlich und ganz klar. Das ist auch kein Geheimnis von Seiten von Staatspräsident Erdogan. Er bringt das selbst zur Sprache, aber auch die Regierende, seine Partei, die AKP. Die neue Türkei, das ist sozusagen das Sprich, der neue Begriff für das, was steht für den ideologisch unterfütterten Umbau von Politik, von Gesellschaft und des politischen Systems in der Türkei. Nämlich eine nationalistisch-islamistisch unterfütterter Staat, ein autoritäres, autokratisch geführtes politisches System und eine Gesellschaft, die sozusagen mit diesen ideologischen Werten aufwachsen soll, sozialisiert werden soll, um sozusagen diese Einheit, die in dieser Form gewünscht ist, herzustellen. Vielen Dank. Das war aus Bonn die Politikwissenschaftlerin Gülistan Gülbey von der FU Berlin. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.